Herzlich willkommen, wir gehen rein. Weitere Runde. Perl World. Wie auch immer man das aussprechen möchte. Ja, ich habe ein bisschen was gefarmt. Ne? Hier noch eben eine Kiste hingebaut, dass ich auch ein bisschen was loswerden konnte. Ihr seht, ich habe natürlich auch beim Farmen wieder ein paar Kugeln verworfen. Gebaut habe ich soweit nichts, außer den Reparaturtisch, weil die Werkzeuge gehen anscheinend doch kaputt. Gibt dann irgendwie wohl so einen Waffenbruch. Haben wir denn 29, 43, das sollte wohl erstmal reichen, um weiterzumachen. So, ich wollte mal gucken, wie das aussieht. So, nicht Q drücken, ne? Sonst wäre ich wieder am Ball. Wenn wir halt hier so ein Bett reinsetzen. Es ist irgendwie sehr komisch, weil das irgendwie hier so doppelt gemoppelt ist. Ich will es nicht machen, wir hier irgendwie so einen Schlafraum rein. Sollte aber vielleicht doch erst eine Wand ziehen. So, ne? Aber ich muss mich immer daran hindern, dass ich Q drücke. So, was ist denn das hier? Oh, einstellen, drehen. Bauen in Folge. Bauen, okay. Muss es also schon doch ziemlich genau selber setzen. Und anscheinend ist ja auch der Betrachtungswinkel anscheinend wichtig. Ja, ich würde das jetzt mal so setzen. Bevor wir hier noch Ewigkeiten brauchen und dann mal gucken, ob wir die Nacht überspringen können. Beziehungsweise, ach guck mal da, ein Besucher scheint sich deinem Lager zu nähern. Gucken, was das auf sich hat. So, wir können die Palbox verbessern. Wir können auch. Okay, wir können schlafen. Muss überdacht sein. Okay. Gut. Dann müssen wir gleich hier nochmal gucken, dass wir hier ein bisschen was anbauen. Die Bäume scheinen nachzuwachsen, weil hier hatte ich vorhin, meine ich, schon ein bisschen mehr weggefällt. Okay, da geht erstmal noch nicht. Ah, nicht. Ich will immer auf Q drücken. So, und dann mal gucken, wie einfach man hier ein Dach drauf kriegt. Okay. Damit ist das Bett überdacht und wir besten schlafen können. Sehr gut. Okay, also wir können die Nacht skippen. Gut zu wissen. Rausgefunden habe ich auch, wenn ich hier die mit dazu nehme, die Lumballs, und ich was an dem Tisch crafte, die helfen mir, dass ich schneller crafte. So, wir müssten aber jetzt nochmal gucken. Ach, guck mal, die wachsen auch nach. Das ist natürlich sehr schön, weil das halt momentan unsere einzige Nahrungsquelle ist. Wir haben zwar irgendwie auch Fleisch und ich glaube, ich würde auch noch ein Lagerfeuer bauen. Ach so, ja, okay, das ist hier irgendwie dieses komische Flauscheschild. Das kann ich jetzt nicht abbrechen. Aber ich würde das Lager mal irgendwie, das Feuer mal irgendwie hier so ziemlich mittig hinsetzen. Ach ja, wegschmeißen. So, und hier, wenn ich jetzt hier baue, der hilft irgendwie. 100% Speed. Okay, hier kann ich gegrillte Beeren machen. Okay, es produziert sich auch nicht von selber. Das ist natürlich nicht so geil. Und da kann mir anscheinend der Gute auch nicht bei helfen. Gott. Also das finde ich echt. Also ich habe ja auch ein paar Pfeile und so gecraftet, ne? Also das mit dem Craften ist schon anstrengend. Gut, wir haben auch irgendwie gesehen, man kann ja, glaube ich, auch irgendwie den Crafting Speed erhöhen, leveln, wie auch immer. Okay, jetzt ist der Ton weg. Ja, wie gesagt, ist noch eine Dingens, das ist 21 und die haben. Ja, das ist Saatgut.
Ach so, hat er sich die jetzt aus der Kiste gezogen? Ach ne, ich habe alle da reingetan, ne? Haha, okay, ne. Alles gut. So, sind wir da erstmal auf 100%, haben ein bisschen was dabei. Ja. Ich würde dann jetzt erstmal den Bogen anstatt die Fackel ausrüsten. Müssen wir die irgendwie als Accessoires oder so? Nee, ne? Schilde, Kopf, Gleiter, okay. Ich glaube, ich würde aber das auch noch hier lassen. Dass wir dann jetzt nochmal eben ein bisschen was farmen können und genug Platz haben, ne? Weil wir müssen ja. Ach, guck mal, was macht er denn hier? Bringt er das in die Kiste? Oh, wie geil. Das ist ja mega. Okay. Obwohl, wir sollten nochmal eben kurz gucken, weil wir können ja auch hier irgendwie die Palbox aufwerten. Wir können die Stufe erhöhen, ne? Genau, Arbeitstempo wäre das. Ich würde aber, glaube ich, nochmal auf Gewicht gehen. Erst einmal. So, ja. Palbox Management, okay. Müssen wir hier mal ein paar reintun, wa? Aber wie werte ich das denn auf? Also, okay, Mission, bla bla bla, okay. Okay. Okay, Futtertrog und Palstrohbett. Okay, also hier brauchen wir nichts reinschmeißen, das ist ja schon mal gut. So, wo lassen wir denn unsere Pauls schlafen? Machen wir das hier hinten. Okay, Holz. Holz und Fasern. Machen wir das nochmal, damit die auch zufrieden bleiben, ne? Okay, Holz haben wir anscheinend eh nicht mehr viel. Ja, weil das ist halt, wenn du einen Waffenbruch hast, dauert das auf jeden Fall extrem lange, bis du das Ding gehackt hast. Dann machst du irgendwie, weil man nur noch 12 bis 17 Schaden. Und das macht schon Sinn, den Reparaturtisch, war das Einzige, was ich noch gebaut hatte, zu machen. Weil ansonsten ist hier echt Ewigkeiten dran, ne? Ja, und wir dürfen das nicht komplett auslaufen lassen. So, wieder ein Level up, sehr schön. Nicht Q drücken. Ich den hier so eine schöne Schlafecke hinmachen, ne? So schön geschützt am Stein. Was muss ich denn, wie viele Betten muss ich denn machen? Für jeden, der im Dorf arbeitet? Also sprich, reicht jetzt erstmal eins. Okay, hier hilft anscheinend beim Bauen der Typ auch nicht mit. Schade. Unser Lammball. Okay, das kriegen wir anscheinend nicht weg. So, und dann würde ich sagen, bauen wir hier auch den Futtertrog hin. Oder ich weiß ja nicht, wie häufig müssen die da hin? Wie häufig müssen die an so einen Futtertrog? Nein, auch hier mittig hin. Ah, ne? Mal gucken, ich weiß halt noch nicht, ob das alles so sinnig ist, was ich hier mache, aber sind jetzt auch nicht so die krass teuren Geschichten, ne? Okay, und da muss ich jetzt Essen reintun wahrscheinlich, ne? Aber was haben wir denn noch? 8 rote Beeren. Haben ja auch noch Fleisch, was wir zubereiten können. Ich hoffe, sowas wird nicht schlecht. So, dann machen wir das erstmal so, ne? Okay, alles klar. Mal gucken, dass wir noch so ein paar von den. Ach, guck mal, die Ressourcen scheinen alle zu respawnen. Das ist schon mal sehr gut. Hier laufen auf jeden Fall noch ein paar Lammballs rum. Pfeile sparen, ne? Also, ich habe zwar 41 Stück schon gemacht, aber das ist echt ein Krampf, die zu machen. Da war der Combo einer zu lange drin.
Mal ausprobieren, ob das schon reicht. Sehr gut, noch einen. Und liegt da ein Ei oder was? Nein, das Kugel liegt da einfach. Okay, aber gut, die scheinen echt easy zu fangen zu sein, ne? Oh. Könnte er aufhören, uns anzugreifen? Wir wollen ihn auch nicht angreifen. Da ist wieder dieser Fette. Steht denn er da mit dem Arsch an der Wand? Okay, das war ein Ei. Okay, hier sind also wirklich nur diese Viecher. Da hinten hatten wir ja noch die Katzen, da unten liegt noch ein Ei. Hier ist noch ein Chicken. Den will ich auf jeden Fall auch noch mal mitnehmen. Okay, warum wird er uns attackieren? Hoffentlich will der Fett uns nicht attackieren. Klebt irgendwas Grünes dran, oder? Also wie gesagt, ich glaube halt, die Bälle sind halt echt wichtig, ne? Deswegen nehmen wir uns auf jeden Fall noch mal ein bisschen Material dafür mit und wir gucken mal gleich, was da hinten das Grüne noch ist. Okay, hier hüpfen die ins Wasser. Können die schwimmen, die Pauls? Pauls? Anscheinend, wa? Was haben wir da? Hier sind, also anscheinend, okay, hier wäre so eine Katze. Na gut, können wir gleich da die Ecke hochgehen. Okay, also wenn man die hier auch unterwegs überall noch findet, dann geht das ja noch, ne? Aber was ist das hier? Karflinkel-Statue. Geschickt beim Fangen von Pauls zu verbessern, okay. Das können wir also anscheinend auch irgendwie mit diesen Statuen verbessern. Ganz interessant. So, erhöhe die Lagerstufe, fange 30 Pauls. Nimm deine Ausrüstung und deine Pauls, mach dich bereit und besiege den Boss im Turm des Rain-Syndikats, okay. Das sind also im Moment die Aufgaben. Alles, was lose ist, sollten wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Wir nehmen mal noch ein bisschen Stein mit. Wir müssen auch ein bisschen aufs Gewicht achten, aber das Holz scheint ja oben nachzuwachsen. Stein wahrscheinlich nicht, weil wir auch drüber bauen, ne? Deswegen glaube ich schon, dass das schon ganz sinnig ist, ein bisschen mehr Stein als Holz mitzunehmen. Aber wo sind jetzt die Katzen? Weil 30 Pals sind ja schon eine Hausnummer, ne? Weil wir jetzt nicht 30 von den Schafen und von den Hühnern fangen. Wobei Hühner könnten wir noch gebrauchen. Aber von den Schafen haben wir jetzt doch schon einige. Mal gucken, was man irgendwie hinterher mit Doppelten machen kann. Okay. Jetzt sind wir so beeinträchtigt, dass wir nicht sprinten können. Okay. Vielleicht können wir das regeln, indem wir was essen. Ah, das war nicht genug Gewichtsreduzierung. Dann denke ich mal, können wir aber auch locker noch ein paar Beeren einsammeln, weil die anscheinend nicht so schwer sind. Okay, da ist irgendwie eine unsichtbare Wall. Das hier scheint wohl irgendwie nochmal was Besseres zu sein. Wahrscheinlich Eisen oder Kupfer. Ich tippe mal auf Kupfer. Aber wo sind denn die Katzen? Danach springen können wir auch nicht mehr springen und klettern.
Dann kommen wir doch hier gar nicht hoch, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Runterfallen können wir. Okay, also ich weiß ja nicht, ob die hier in Anführungszeichen nur. Okay, wir werden immer langsamer. Ich sollte nichts mehr einsammeln. Können wir hier unseren kleinen Lammball mal noch dazu holen. Schade, dass man den nicht auch irgendwas schleppen kann, lassen kann. Ja, toll, jetzt sind da hinten natürlich noch voll die Viecher, aber wie kommen wir denn jetzt wieder da hoch? Moment, können wir schnell reisen? C-Palbox zurückbauen? Nee. Wie macht man denn? Okay. Wie funktioniert denn die Schnellreise sonst? Das ist jetzt natürlich Kacke mit dem, dass wir so voll sind, ne? Ach, ich habe das doch gar nicht gedrückt gehalten. Aber wir probieren mal hier, ne? Ob wir den kriegen. Ach komm, jetzt macht er natürlich hier so eine Mega-Roll-Attacke. Okay, vielleicht wäre es cleverer, den beim Fangen nicht draußen zu haben. Okay, das war auch einer zu viel. Ich habe das mit den Schlägen noch nicht so drauf, ne? Was ist denn das? Kommen wir hier überhaupt hoch zu unserem? Ja, wir sind da irgendwie so runtergesprungen, ne? Die Sache nicht besser. Ich glaube, ich muss was rausschmeißen. Wie viel Gewicht sind das jetzt? 108? 54? 27. Abwerfen. Okay. Müsste hoffentlich liegen bleiben. Muss er halt echt irgendwie einzeln hauen, ne? Okay. Sehr schön. Fünfter Fangbonus plus 58, okay. So, laufen wir richtig? Ja, irgendwie da oben müsste unser Lager sein. Okay. Meinetwegen, dann kletter. Also, jetzt können wir nicht mehr klettern, weil wir 350 von 350 haben, warum auch immer. Aber wir können ja nochmal erhöhen. Also ich glaube, das macht schon Sinn, ne? So, Baupal-Strohbett. Okay, müssen wir drei bauen. Ach so, guck mal, wir können jetzt hier auch sogar drei Stück haben. Also Eier legen, Hackordnung, freier Slot. Da der noch. Oberbergmann. Faulpelz, okay. Aber Faulpelz wollen wir denn nicht, ne? Oberbergmann. Ich würde gerne wissen, was das heißt. Details ansehen. Bergbau plus 25. Der hat auch Oberbergmann, okay. Angriffsstratege. Eigener Angriff plus 10%, okay.
Grüner Daumen und Masochist. Was heißt denn Masochist? Verteidigung, Angriff, okay. Krass, Angriffsschaden plus 10%. Okay, lassen wir erstmal so. Dann brauchen wir aber definitiv noch Betten. Ach, guck mal, der. Ja, die sind echt fleißig, ne? Also bei den Hühnern habe ich noch nicht gecheckt, was die so selbstständig machen, aber. Wenn wir nicht Q drücken, sondern B. Wir hätten wahrscheinlich einen Boden drunter, ne? Bauen müssen, um die. Okay, die brauchen aber einen krassen Abstand. Ach, guck mal, er baut das sogar. Das ist ja cool. Also okay, die Pals machen echt Sinn. Also sollte man schon gucken, dass man da mit den Aufbesserungen dann dementsprechend auch mehr Pals im Dorf haben kann, die helfen können. Weil guck mal, der hat ja gefühlt in der gleichen Zeit gebaut. Alles klar. So, drei Palstrohbetten gebaut. Mal eben gucken, wie ist denn das hier mit dem Essen? Okay, also da ist noch nichts raus. Na, wir sollten ja schon gucken, was hatten wir hier? Den Angriffsstrategen. Den nehmen wir mal auf jeden Fall mit. Nehmen wir einen coolen Typen mit, ne? Nochmal mal Paldex nochmal sortieren, ne? Gucken, ob das sinnig ist oder nicht. So, aber hier kochen kann anscheinend keiner von denen. Obwohl doch, irgendwie sind da auch ein paar mehr, ne? So, was haben wir denn? Dann schmeißen wir hier mal die Palbeeren rein, das rein, das rein, das rein. Ach, dann ist die Kiste schon voll, ja? Dann ist die Kiste schon voll. Ich hätte fast wieder Q gedrückt. Wir haben jetzt aber gar kein Holz mehr, ne? Gar nichts mehr. So, was ist denn das eigentlich? Können wir eigentlich hier so Wände auch wieder abreißen? Ich bin gerade am überlegen, ob wir das nicht dann doch vielleicht ein bisschen breiter machen. Hier im Eingangsbereich. Okay, das geht ja noch recht easy. Dann. Okay, man muss auch noch auf die Laufrichtung von den Böden achten, ja. So. Weiß noch nicht, was das wird, aber. So. Dann. Ja, weiß ich nicht, eine Tür brauchen wir hier, glaube ich, nicht. Würde ich jetzt hier nochmal eine Truhe setzen. Ach, guck mal, er kommt direkt, ne, und arbeitet. Sehr, sehr schön. Also die Mechanik gefällt mir mit denen. Okay, streichen kann ich ihn nicht. Kann man nur einmal am Tag streichen, obwohl. So, was können wir denn hier? Hier baller ich jetzt erstmal das rein. Wobei erstmal das, was wir nicht so häufig brauchen, glaube ich. Mit dem Erz können wir noch nichts machen. Das Fleisch könnten wir wegbraten. Und dafür müssen wir aber erst den Kram durchbraten. Obwohl, ne, Moment. Holz und Stein bleibt hier draußen. Stoff und Wolle würde ich erstmal reinbringen.
So. Und dann haben wir das doch erstmal. Okay, ja, die machen sich. Ach, guck mal, die machen sich doch von alleine fertig. Gut zu wissen. Gut zu wissen. So, wir sollten auf jeden Fall hier nochmal eben. Gucken, was können wir denn? Da können wir auf jeden Fall noch ein paar machen, aber wir brauchen noch ein bisschen Holz. Also dunkel ist hier in dem Game auch wirklich dunkel, ne? Okay. Wir können uns schon wieder nicht mehr bewegen. Das ist echt, ne? Achso, ah, er holt das jetzt und bringt das in die Truhe, oder was? Aber er bringt das in die nächstgelegene Truhe, ne? Nein. V ist für Mission. Okay. Bärengarten. Okay. Positive Gedanken. Obwohl, ich würde schon gerne noch einen von denen hier haben. Nehmen wir mal den mit Isolierung, der hat wenigstens keinen negativen Effekt, ne? Bärengarten, okay. Also, jetzt brauchen wir auf jeden Fall ein viertes Bett, ne? So, aber jetzt würde mich mal interessieren, wo hat denn der jetzt das hingebracht? Wahrscheinlich in die Truhe hier, weil das die nächste war, ne? Ja. Aber auch nicht alles. So, der hat mein Stack auch da liegen lassen. Es ist doch echt. Das macht alles nicht so viel Gewicht, ne? Die 93 Steine sind, glaube ich, eher das Problem. Na, nicht einnehmen. So können wir uns wenigstens noch einigermaßen normal bewegen. Wir können ja mal eben gucken, ein bisschen was verbrauchen. Reparieren. Da gibt es anscheinend keine Animation für, das braucht aber einen kleinen Moment. Ja, die Stoffrüstung hatte ich mir auch gebaut, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt hatte. Wir hatten ja noch Wolle und so und Stoff ja schon in der letzten Folge gemacht gehabt. Jetzt packen wir erstmal hier nochmal wieder alles rein, was wir gerade nicht am Mann haben müssen. Müssen wir schon irgendwie, ne? Was ist denn das? Hälfte ist Schiff. Also ich habe die Fackel gar nicht mehr hier auf dem Slot, ne? Die habe ich jetzt auch weggepackt. Ich bin auch clever, ne? Aber um da. Ja, wir gehen einmal pennen, glaube ich. Bis jetzt sieht es ja nicht so aus, wenn es in der Nacht irgendwie gefährlicher wird, aber. Wir arbeiten dann doch lieber im Tageslicht, ne? So, was ist denn das hier? Verbrauchen die hier überhaupt was oder füllen die das auch selber auf? Oh, nicht Q drücken. Ein bisschen schief, ne? Ach, guck mal. Wir kommen direkt zum Bauen, dann brauchen wir uns da gar nicht mehr drum kümmern. Das ist sehr gut. Da sind auf jeden Fall auch schon mal zwei weitere durch.
Hauen wir die nochmal eben schnell hier durch. Und dann bauen wir noch eben schnell den Bärengarten, oder? Mal gucken, was der so kann. So, siehst du, da kommt er nämlich helfen, das ist voll cool. Oh, Pal sind alle gesund und munter, das ist schön. Sehr gut. Aber ich wollte mal sagen, also ab und zu konnte man doch. Okay. Kann sie nicht streicheln. Ja, aber wo haben wir denn jetzt so einen. Müssen wir den erst freischalten wahrscheinlich, ne? Den Juten-Bärengarten oder was? Ohne Viehfarm. Geeignete Parts, wenn sie werden automatisch Gegenstände produzieren. Gleitschirm, Bärengarten. Oh, Feuerbogen und Feuerpfeil. Oh, Entschuldigung. Oh. Ausrüstungswerkbank. Also kommen ja noch richtig geile Sachen, wa? Nicht Kufe bauen. Gucken, wie groß ist denn der? Aber es ist nicht genügend Material. Ich brauche mehr Holz. Wir brauchen mehr Holz. Das kommt mir aus meinem Bett. Ja, also Ressourcen sind ein Thema. Merke ich jetzt schon. Ist auf jeden Fall sehr ressourcenlastig am Anfang. Aber ich glaube dann halt hinterher, wenn man hier wirklich die Pals alle am Arbeiten hat, dann sollte das wohl hinhauen, ne? Wobei ich mir hier bei den Steinfeldern gar nicht sicher bin, ob die hier auch respawnen. Wie gesagt, die Bäume scheinen zum Glück nachzuwachsen. Oh, der ist ja gar nicht so groß, ne? Wo machen wir das denn hin? Machen wir das hier vor. Bin mir nicht sicher, ob wir das dahinter noch wegreißen können, aber ich würde das jetzt hier erstmal als geeigneten Ort ansehen. Da braucht man aber, glaube ich, auch echt viel Platz, wenn man gesehen hat, was da technologiemäßig alles ja noch rausgezogen werden kann, ne? Okay. Okay, wie lange dauert denn das Aussehen? Und vor allem, wie bewässere ich das denn? Kann ich irgendwie Wasser sammeln? Und irgendwas stand da auch von wegen, dass ich das auch einen Dings zuweisen kann, oder? Okay. Ja, also wie gesagt, also ich verstehe die Mechanik dahinter, weil man es ja auch aufleveln kann, dass die Arbeit schneller gemacht werden kann. Aber das macht das Game am Anfang doch ein bisschen zäh. Vor allem, weil ja irgendwie die Arbeitsschritte ja gefühlt noch nicht kürzer werden, sondern eher ja anscheinend länger werden. Wenn ich jetzt überlege, das popelige Bärenanbau hier gefühlt, was ist das, eine Minute dauert. Aber sonst bis jetzt super geiles Spiel. Also beklagen kann man sich nicht. Es hält sich im Moment noch gut die Waage. So, das wird jetzt wachsen, aber wie weise ich dort ein Pal zu? Bauer-Pal-Ausrüstungswerkbank. Okay, also man kommt also eigentlich echt gut voran. Aber gefühlt geben einem auch die
Halt irgendwann aus, so, okay. Ins Team holen, Details ansehen, streicheln. Okay, müssen wir dem auch wieder ein Bett bauen. Also, bettentechnisch. Wird das hier auf jeden Fall ja auch eine Hausnummer, ne? Aber wie konnte ich den denn jetzt zuweisen? Ist jetzt hier mittlerweile mal Futter verschwunden? Ja, es ist was verschwunden, okay. Was sagt unser Hunger? Okay, können wir jetzt hier noch irgendwas Neues mittlerweile craften? Ja, okay, aber wieso haben wir denn Wolle? Machen wir mal so, ne? Okay. Ah, guck mal, die ernten. Okay, alles klar. Alles klar. So, was hatten wir jetzt als Aufgabe hier? Wir sollten eine PAL-Verbesserungswerkbank bauen oder was auch immer, ne? Die müssen wir wahrscheinlich auch wieder technologiemäßig freischalten. PAL-Ausrüstungswerkbank, ne? Habe ich doch richtig, ne? Ich habe es jetzt einfach hier. Ne? Oh. Na, PAL-Ausrüstungswerkbank. Ist halt die Frage, ob wir die Werkbänke alle draußen hinstellen oder ob wir hingehen und die hier irgendwo drinnen hinstellen. Ich glaube, ich würde sie schon eher hier drinnen hinstellen. Hier so schön ans Fenster. Okay. Wie sieht das so ein richtiger aus, ne? Ich bin mir aber auch nicht sicher. Die arbeiten deutlich schneller als ich kann das. Zumindest hört sich das so an. Okay, haben wir. Brutkasten und Zerkleinerer. Tja, ich würde sagen, dann nehmen wir hier noch den. Obwohl, eigentlich sind die Schafe besser, ne? Endlosmagen oder Faulpelz? Na komm, nehmen wir den Faulpelz. So, was war jetzt hier? Brutkasten und Zerkleinerer. Okay, gucken wir mal erstmal nochmal hier. Was haben wir hier? Neutral, neutral. Der Kativa. Okay, wo haben wir den denn gesehen? Das scheint ja schon echt eine krasse Reichweite, einfach nur die Viecher zu sehen, wa? Brutkasten. Brauchen wir Stoff für? Haben wir anscheinend noch nicht genug von. Brutkasten und. Nein. Nein. Der kleinere. Okay, was ist denn als der kleinere? Okay, ich sehe, das ist ein zerkleinerer. Dann müssen wir auf Level 8 kommen, oder was? Ein Pal, der Gießen beherrscht, okay. Na gut, dann müssen wir jetzt irgendwie gucken. Wie viele Technologiepunkte haben wir denn noch? 14. Also ich glaube, ich würde dann gucken, dass wir hier für die Produktion noch was hinkriegen. Noch ein bisschen mehr Holz wieder.
Ich glaube, ich darf hier gar nicht zu doll in den Wald reinbauen. Sonst nehmen wir uns hier oben hinterher die Holzreproduktion weg, oder? Das könnte sonst hinterher vielleicht noch mal ein bisschen problematisch werden. Aber wir müssen auch noch wieder ein Bett bauen. Kann man denen denn hinterher auch bessere Betten bauen? Und jetzt einfach schon mal, damit ich hier nicht immer wieder hinrennen muss. So, und wo bauen wir die Farm hin? Da in die Ecke. Achso, fehlt jetzt wieder Holz für. Aber welches von den Pals kann denn zum Beispiel kochen? Ich habe so das Gefühl, dass so ein Pal, der kochen kann, wahrscheinlich auch noch ziemlich OP ist, ne? Ich bin auf jeden Fall froh, dass man hier nicht irgendwie hinterherlaufen muss oder das Holz einsammeln muss oder so, dass das runterfällt. Dass man das direkt ins Inventar bekommt, ist schon nice. So. Dann gucken wir mal, weil dann sollten wir theoretisch. Ist aber groß. Nun dürfte, glaube ich, nichts überlappen. Ja, ich glaube, das ist gut gesetzt. Mit den Betten können wir dann irgendwie da weiter in die Richtung gehen. Oh, das braucht schon 2 Minuten, okay. Dann will ich noch mal eben ein bisschen Stein hier hin holen. Oh, es wird doch so langsam, wa? Oh, ich glaube, ich würde mir draußen sogar noch eine zweite Kiste hinsetzen. Das finde ich so ein bisschen schade, dass man das nicht aneinander ausrichten kann. Aber gut. Und dann müssen wir mal gucken, inwiefern wir, ich sag mal so, hinterher hier das Haus ausweiten, wie groß das werden soll. Können wir nicht hier herstellen. Das können verwendbare Rezepte. Schalte sie in der Technologie frei, okay. Na, den Stoff brauchten wir für irgendwas, ne? Bin mir nur gerade nicht sicher für was. Dann nehmen wir schon mal wieder ein paar gegrillte Beeren hier raus. Das hört sich so an, als wenn die da gerade auch alle fleißig am Essen sind. 15, okay, also die füllen das anscheinend selber auf, wie es aussieht. Ja, machen wir hier eine Essenskiste draus. Die sollte ich aber behalten, weil ich was zu essen habe. Und hier machen wir mal so den ganzen anderen Kram. So, jetzt ist halt die Frage, sieht man hier irgendwas, wie die Tageszeit ist? Nee. Sieht man nicht. Okay. Also wir brauchen auf jeden Fall bessere Pals. Das ist klar wie Kloßbrühe. Und wir gucken nochmal eben für den Zerkleinerer. Na,
brauchten wir noch ein höheres Technologielevel, ne? Genau, brauchen wir Level 8. Und für den Brutkasten brauchen wir noch mehr Stoff, okay. Gut. Okay, warum ist er jetzt so dahin gerannt? Er geht jetzt hier automatisch zum Brüten hin, ja? Okay. Es scheint so. Mal gucken, alle die wir noch streicheln können, streicheln wir nochmal eben, ne? Dass die alle gut zufrieden sind. Ich hoffe einfach mal, dass das was bringt. Das ist auch irgendwie gefühlt immer anders, das Menü, ne? Oder meine ich das nur? Ja, also bis jetzt, ich muss sagen, mir gefällt das Game echt gut. Ich bin gespannt, was noch alles kommt, vor allem was noch für Tiere hier hinterher kommen. Bis jetzt haben wir noch nicht viel gesehen, außer hier die Anfangstiere, ne? Nicht beim Essen stören, ne? Eben einmal. Aber guck mal, die haben alle 100 und 100%, ne? Und das sollte ja dann passen. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut. Ne? Wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr noch nicht habt. Würde mich sehr freuen. Schreibt doch gerne was in die Kommentare. Ne? Wisst ja, Feedback und so ist immer wichtig. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann gehen wir nochmal auf die Suche, dass wir uns nochmal ein paar neue holen. 20 Stück müssen wir noch fangen. Und soll ja irgendwie machbar sein, ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.